Ja, deswegen sagt sie das. Ich mache so eine Scheibe, die kann immer weiter raus, immer weiter raus. An dem Vorarm, am Vorarm. Nee, innen drin, innen drin. Nein, nein, ich meine, ja oben. Am Vorarm von der Heiligen. Beim Läuten. Was? Da hat sich was gelöst beim Läuten innen drin. Super, oder? Im Köpfen, Köpfen. Echt beschämt mir sofort. Oh nein. Aber geil. Krass. Am Vorabend von der Heiligen Rhein-Köhlinger der Führung stand er genau hier exakt vorne. Hätte er an dem Abend vielleicht ein paar Minuten länger geläutet. Das war ein zweiter Geburtstag. Fantastisch. Gleich ist nee, besser. Der hat einen schöneren Klang also, wie vorher. Oben ist er, die Hauptaufhängung ist natürlich oben. Also ich meine, geht ja bis da oben hoch. Mhm. Aber der Schraubenlöser ist natürlich. Also das war so eine riesige Unterlegscheibe. Ja, 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 ja. Die rutscht da auf der Stange immer weiter raus. Und nun? Aber hätte nichts passieren können. Nee, das nicht. Nein, da sitzt ja noch die Mutter davor. Aber ich fand das faszinierend. Abdrücke, ne? Wenn wir so einen Kundenwagen rausliefern würden, dann gäbe es noch Ärger. Ja. Guck mal, der kann das vielleicht sehen. Und war das was? Das war was. Das ist ein Erlebnis, oder nicht? Ja. Aber sicher. Ich gehe